Letzte Folge, ich war pinkeln. Und letzte Folge für heute zumindest. Hätte sein können, dass du scheißen gehst. Besser als diese lilane Stickscheiß. Dieses lilane Stickscheiß. Hey, schöner Pausebildschirm, hat mir Mühe gegeben. Ich kann irgendein Porno laufen lassen währenddessen, wenn ihr wollt. Ich glaube, dann werde ich bei Twitch gebannt. So! Yo. Jetzt muss ich leider hier wieder den Speedrun durchmachen, Alter. In der Hoffnung, dass mir meine gute Herzensdame hier nicht stirbt. Ah, fuck. Nicht angreifen! Oh. Ich meine, diese Panik. Ich meine, ich könnte ihn wahrscheinlich auch töten mit einem Molotow, aber... Muss ja nicht sein. Bin ich jetzt eigentlich auch beiden Critical? Alter, ich habe kein Healing mehr, ne? Schrecklich. Ich finde es immerhin schön, dass man viele, viele Speichermöglichkeiten bekommt. Viele Farbbänder und so. Wie ist das eigentlich nochmal in Resident Evil 4? Wie konnte man da nochmal speichern? Da gab es keine Farbbänder, glaube ich, ne? Da gab es einfach nur so... Nach einer gewissen Zeit gab es dann diese Speicherdinger, glaube ich, ne? Dass man dann halt jedes Mal, wenn man quasi so einen Speicherpunkt quasi erreicht hat, da speichern konnte. Glaube ich, oder? Gab es auch Farbbänder? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Zumindest Resident Evil 4, ich freue mich echt drauf. Also das hatte ich halt, wie gesagt, ich hatte ein Let's Play dazu gesehen. Und das fand ich eigentlich immer cool. Aber mit etwas anderem Gameplay und so. Ist halt eher linearer. Mag dem einen oder anderen natürlich nicht gefallen. Kann ich auch verstehen. Ich habe den Timer vergessen. Kann ich auch verstehen, aber ich meine, eigentlich ist es auch mal ganz schön. Wenn man sich nicht so, wenn man die ganze Zeit nachdenken muss, wo kann ich hin und irgendwie alle 2 Sekunden stirbt. Deswegen Schmiede und die Brüste zensieren. Ja gut. Genaueste Arbeit. Was war das noch, was der andere Leon noch nicht gesagt hat? Irgendwie, Frauennippel sind ja verboten, zum Beispiel auf YouTube oder so, aber Männernippel nicht. Kann man dann Frauennippel mit Männernippeln zensieren? Naja, Resident Evil wird gerade von einem Fan erneuert mit HD-Texturen. Oh. Ist nicht Resident Evil 4 HD Remaster mäßig hier? Oder die PC-Version ist auch schon so mehr oder weniger ein bisschen Remaster, glaube ich, ne? So, da kann ich jetzt vermutlich die Diskette einsetzen. Ja, sie, ne? Glaube schon. So, Pfad für Überquerung gesperrt. Aktivieren des Freigabesystems auf eurer Systemdisk. Ja, ja, muss ich halt auswählen. Auch okay. Puh, zum Glück war es richtig. System wird gelesen. Zugriff abgeschlossen. Freigabesystem aktiviert. Ich finde es schön, wie da unten steht. Zugriff abgeschlossen. Freigabesystem aktiviert. Oben einfach nur complete. Geben Sie den Passcode ein. Passcode 0A. Ah, okay. Naja, null. Kann ich hier was machen? Ja. Und dann A. Warte mal. Wo ist das Bild? Da. Und A ist dann der. Okay. Vorletzte Reihe rechts. Beziehungsweise jetzt links. Der da. Ich war jetzt richtig. Muss ich nicht noch mehr machen oder so? Hä? Hab ich doch. Das verstehe ich jetzt nicht. 0A. Wahrscheinlich die Tasten hier, ne? Hä, hab ich doch gerade gemacht oder nicht? Oder hab ich gerade falsch gedrückt? Ich bin doof. Nochmal gucken. In der Akten. 0A. Oder ist es ver... Ach, das ist anders... Ach, das ist andersrum. Ach, ich bin doof. Ich bin doof. Oben ist das Pult. Ich dachte, es wäre von hier quasi. Also den soll ich drücken. Ups. Ah, guck mal, der leuchtet dann auch schon. Und dann... Ist der wieder ausgegangen? Der ist wieder. Ach so. Moment. I'll go check over there. Okay. 0 und A. Der hier. So, ich drück. Lass trotzdem sie mal zuerst drücken, ne?
Ja, königlich, Alter. Wortwörtlich, fast schon. Ich könnte auch ritterlich sagen, aber... Sexy. Okay. Let's regroup. Okay. Dann kommen wir wieder mit. Okay, dann können wir jetzt die Türen erforschen. Wie lange haben wir noch? Ja, ich habe einfach vergessen. 15 Minuten noch. Dann können wir einen kleinen Abstecher wagen. Mal gucken, ob ich verrecke und wir den Scheiß nochmal machen müssen. Hö. Ja komm, ne? Benutzen wir auch gleich mal die erste Tür hier. Warum nicht? Aber das ist, glaube ich, nur der Durchgang wieder zu einer anderen Tür. HD Remastered und PC Ultimate sind zwar auf HD, aber die Texturen wurden nicht erneuert. Ich teste dich wieder. Bin am Handy. An den Code, Billy, den Rechner gleichzeitig. Achso, ja. Ja, nee, ich hab... Das, what the fuck, was hier denn gerade passiert? Problem war ja, dass ich... Ich hab wieder nach oben gezielt. Ist doch ein neuer Gang. Problem war, dass ich ja falsch rumgedacht hab. Ups. Das war schon richtig. War schon richtig. Wenn er jetzt noch lebt, das wäre sexy. Und dann könnte ich ihm einfach... Nee, die Tür natürlich nicht. Ist hier noch was? Die Kerze ist veraltet, aber die Flamme brennt, ey. Ich traue mich immer nicht in die großen Gänge. Sieht gerade aus wie ein Penis hier rechts. Apropos Penis. Versuch was. War nicht so erfolgreich. Hier, los! Tut er nicht! Oh, sie ist gestorben. Ich hab sie vergessen. Scheiße! Da war ja was. Sie war ja low. Das war jetzt doof. Macht nix. Wo hab ich nochmal... Ach, scheiße, jetzt vor den Film, ne? Das heißt, ich muss da nochmal rein in den Film rausholen. Ja, macht aber nichts, geht schnell. Also quasi oben nochmal rein, schnell Film rausholen. Unten rein, Film reinstecken. Mit ganz viel Liebe. Und dann, ja. Den Code wieder eingeben und dann geht's weiter. Ah, Mist. Doof. War blöd. War nicht klug, gebe ich zu. Ich nehme jetzt trotzdem ihn. Weil ich wurde immer, der ich gespielt habe, der wurde immer von den Viechern angegriffen. Aber der Begleiter nicht, deswegen mache ich es wieder so. Wo oben sind ja hier noch keine, ne? Hier war ja nur der Raum. Aber ich glaube, hier waren Zombies drin. Ein Gedicht. Ach man. Hier waren. Ich dachte. Hier wären. Ha! Wenn das mal nicht. Luckshot war, dann weiß ich auch nicht. Ups. Falsche Taste. Dude. Lebst noch? Nö. Gut. Will den Scheiß hier mitnehmen. Das Video Time. Oh nee, das gibt's dann ja auch wieder. Muss ich monatelang nicht machen. War ich recht froh drum eigentlich. So, das Ding hat ja mitgenommen. So. Dann dürfen wir jetzt wieder in den Höhlengang. Hey, ich liebe ihn. Ich werde zeigen, was ich meine. Achso, die HD Remaster Geschichte. Ja, ich. Ich kann mir denken, was du meinst. Ich meine, der. Habe ich wieder vergessen gerade? Nein, geh doch! Geh doch! Meine Güte! Dass sie für das HD Remaster in Anführungszeichen gleich Texturen genommen haben, einfach nur aufgehübscht haben. Ja. Und dafür halt neue Texturen geschaffen haben, die alle ein bisschen geiler aussehen. Ich glaube, ich habe das Timing für die Headshots jetzt raus.
Oder auch nicht. Dankeschön. Lebt auch nicht mehr. Sehr schön. So, machen wir den Bums doch einfach nochmal. Ich bin doof. Ich bin einfach doof. So. Geht da schon mal gleich die zweite ein. Was steht da? Don't carry out? Don't carry out, ja. Carry gold. So, dann schaffen wir nochmal einen neuen Versuch. Hey, hier habe ich die Folge eben wieder angefangen. Sorry, bin schlecht. Die guten alten Resident Evil Türen. Diese invertierte Steuerung, ne? Das ist nervig. So. Ich hätte gerne mal wieder Heilung, ey. Ich hatte ewig keine keine Heilung mehr. Das ist halt der Shit. Alle Lektionen von Resident Evil sind von echten Orten genommen worden. Der Kerl, der es erneuert hat, hat diese Lektion nochmal genommen und es auf HD gemacht, sodass die Lichteffekte und Schriften lesbar und gut sind. Achso, alles Fototexturen, wa? Okay. Außer von Charakteren wahrscheinlich. Wohl von Hose und so vielleicht schon. Oben hin muss ich. Ach ja, immer wieder diese Resident Evil Villain, ne? Jupp. Max Payne war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die Fototexturen hatte. Oder wo das quasi das komplette Spiel aus Fototexturen bestand. War damals sehr hübsch. Ist ja witzig. Ich habe gerade mal was ausprobiert mit meinem Controller. Man muss bei dem Xbox-Controller einfach nur die Taste oben drücken für diese Batterieslot und dann automatisch hat er keinen Strom mehr. Wusste ich gar nicht. Was heißt Strom? Keine Battery-Kontakt mehr. Battery! Sie bitte? Verwenden. Den wird gelesen. 0A. Nein, nein. Ich wollte nicht drücken. Ich wollte weggehen. So, muss ich jetzt einmal dahin. Schwuppowupp. You stay here. Okay. Okay. Spiel ich ihn. Er geht hier hin. Wechseln. A drücken. Wechseln, A drücken. So. Charaktere will er auch bisschen, will er auch bisschen gut machen, Haare und so weiter. Und das gibt es dann als Excel, wird einfach in Resident Evil Honor reinstalliert. Mhm. Muss man dann Resident Evil 4 noch kaufen. Ich habe ja damals gesagt, ich weiß, ich bin mir halt immer noch nicht sicher. Ich habe ja damals, wie gesagt, 1000 Sätze. Ich habe ja damals das Let's Play von der Wii-Version gesehen. Jetzt muss ich schon aufpassen, weil gleich die Kackviecher schon wieder kommen. Von der Wii-Version gesehen. Deswegen wollte ich das Spiel eigentlich, wenn ich es dann irgendwann mal hole, eigentlich auch für Wii holen. Aber ich glaube, zack, auf einmal sind die so schnell. Das ist fies. Wollte ich mir eigentlich das Spiel auch immer für die Wii holen, aber ich glaube, ich werde das doch mal gekonnt. Ich habe vergessen, Rebecca zu holen, fällt mir mal auf. Wurde sie ja gar nicht schlecht, weil sie stirbt mir ja eh gleich sofort weg. Dann lasse ich sie vielleicht doch einfach hier, dann stelle ich sie aber vor die Tür. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann, ne? Laufe ich nicht Gefahr, dass ich verrecke. Und noch die Frage, welche Tür ich nehme. Durch die kam ich gerade. Naja, hier gehe ich mal hier rein. Eigentlich wollte ich es mehr halt für die Wii holen, aber im Leid denke ich mir, ja komm, PC-Version, Steam, Achievements, schöne Sache. Aber ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Aber doch eigentlich schon. Ist wahrscheinlich auch billiger. Ich glaube, die Wii-Version ist gar nicht mal so billig. Ironischerweise. Ach komm, ich nehme mal die Money jetzt mit. Kack drauf. Kack drauf.
Gott, ich muss die Schachfiguren verschieben, wa? Oh Gott. Oh Gott, so wie sie auf dem Tisch angeordnet sind, wa? Ein Schachspiel. Die Partie endete anscheinend schachmatt. Ich hasse es. Wer sind wir? 13:40. Okay, wo soll jetzt was hin, wenn ich mal fragen darf? Uiuiuiui, die beiden Türme da. Ich kann nicht mal erkennen, was das sein soll. Ist es ein Bauer, der noch übrig ist? Bin scheiße in Schach. Hey, das ist ja sogar so angeordnet. Nur gespiegelt. Check ich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ach so. Inkribons! Ja, dann kann ich es ja gleich verantworten, wieder zu speichern. Ich die auch nochmal mit. Noch Platz ab? Nein, natürlich nicht. Was soll das hier jetzt? Soll ich dir jetzt einfach nochmal gespiegelt anordnen? Weil es ist genau das. Nee, es ist doch nicht. Warte mal. Oder doch? Nee. Das muss hier. Warte mal. Moment. Kriegen wir hin? Oh! Der Klassiker. Schieb doch! Ich konnte halt nicht schieben. Keine Ahnung. Dann gehe ich halt wieder. Jetzt bin ich auch schon critical, wa? Vergift. Ich kann ja nicht verschieben. Das Fuck, ich gehe jetzt mal. Ich will mal gucken, ob das immer noch raus ist oder ob das jetzt wieder zurück verschoben wurde. Man kann es ja auch eigentlich anders machen. Ja, genau. Warte mal. Ich wollte es unbedingt so machen. Ich kann es einfach so machen. Total dumm. Jetzt schieb's. So, schwupp. Ich habe das jetzt gerade richtig gemacht. Genau, so war das nämlich. Evil! Okay. Hallo? Dieses Objekt. Story of my life, Alter. Kommt sie jetzt her? Komm. Holt sie die Scheiße da jetzt raus. Inklusive Inkribbon, was sie dann aufnimmt. Und stackt. Dann wird alles gut. Dann gehe ich auch, muss ich auch bald wieder speichern gehen, ne? Weil, wie gesagt, beides vorbei. In 3 Minuten ist eigentlich die Folge vorbei und damit auch der Stream. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Money, das ist auch schön. Schön zu sehen, so. Kann jetzt auch eigentlich mal... Ach nee, ist ja richtig. Hä? Ach, doch, doof, warte mal. Austauschen, dahin, so rum. Ich die Grenade schon mitnehmen? Nee. Dann kommt das jetzt. Das gibt es dann. Blablabla. Oh je, ja, nicht die Wii-Version. Aber warum denn nicht? Warum erlaubst du mir das nicht? Da stand Lexikon links auf Deutsch. Buch des Bösen. Alter, das Necronomicon, Mann. Evil Dead.
Hier ist noch was. Markus Tagebuch 1. 4. Dezember. Geschafft, das neue Virus. Wir haben es Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitor-Arbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Gigantisch schnell, eben noch Dezember, jetzt August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte meines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Ein Ort, in dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor nur für Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 9. September. Endlich. Es ist mir gelungen, auf der Basis von Progenitor ein neues Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne diesen neuen Virus T für Tyrant. Oder Tyrann? Tyrann. 39. Oktober. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun sollte jemand zu nahe kommen, können diese Person mir bei meiner Forschung helfen. 13. Januar. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Egeln gesucht. Narr. Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneute Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egeln natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung anfordern. Spencer ist wahrscheinlich dann wieder Spencer-Villa, ne? Denke ich doch mal. Ich will sonst nichts. Ja, das ist okay. Oh, kann ich leben. So. Dann geht es jetzt speichern. Dann geht es jetzt speichern, genau. Weil die Wii-Version die schlechteste von allen ist. Die PS3, PS4 und PC-Version sind die besten. Persönlich würde PS4 oder PC-Version nehmen, wegen der Grafik an sich schon. Beim Stream merkt man doch eh gar nix. Aber viele sagen, die Wii hat eine gute Steuerung halt, ne? So mit dem Pointer und so. Oder überlegen in die Richtung. Ja, ich hab schon vergessen, sie mitzunehmen, ne? Egal, ich gehe jetzt einfach speichern und dann ist vorbei. Dann ist vorbei für heute. So, richtiges Ziel haben wir jetzt irgendwie auch nicht, ne? Oder habe ich irgendwie gerade was bekommen, was mir was bringt? Das Book of Evil kann ich mir mal angucken, ja, aber sonst. Viel mehr habe ich dann auch nicht. Okay. Ja, okay. Eben nicht, das ist scheiße. Vertrau mir doch. Nimm bitte nicht die Wii-Version. Da lang. Gute Nacht, ihr Ollen. Nacht. Ich gehe jetzt speichern. Achso, sie muss speichern. Ja, mal gucken, ne? Dann lesen wir mal das Buch von dem komischen Typen dann nächste Mal, wenn wir damit das anfangen können. Aber sonst fehlt mir auch so ein bisschen eine Idee, was wir machen können. Aber finden wir schon raus. Moment. So, da. Nee, ich hol mir schon die PC-Version. Ich will Achievements haben. Das ist so der Hauptgrund. Naja, gut. Dann werde ich jetzt schon mal die Aufnahme beenden, zumindest. Ne? Dann sehen wir uns an dieser Stelle nächste Woche oder halt, die YouTube-Aufnahme dann morgen wieder. Ja, so langsam geht's voran, ne? Und ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ich gucke jetzt noch, ja, Quame Soccer, ne? Wir gucken jetzt noch ein, zwei Videos. Eigentlich eher eins. Und dann soll es auch heute gewesen sein. Wie spät ist es eigentlich? Viertel nach Hälfte, geht ja noch. Jut! Dann erstmal die Aufnahme beenden hier, ne? Also bis denn. Tschüss!